Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marschmap, hier wo wir jetzt dabei sind, erstmal uns auf den Weg zu machen, ich würde sagen Zucker abholen, Zucker für die Bäckerei, dann fehlt uns noch Leerpaletten und so ein bisschen diese Molkereiprodukte. Die Molkereiprodukte werden jetzt aber auch schon so langsam wieder fabriziert. Ich habe gerade einmal, wie ihr schon seht, es ist ein ganz bisschen besser geworden. Aber es ist immer noch, ja doch, nee, es geht. Wenn ich jetzt das Lenkrad loslasse, er zieht zwar minimal noch nach rechts, aber das ist so irgendwie so ein Millimeter ungefähr im Lenkrad, das wahrscheinlich in der Kalibrieren irgendwie noch nicht so perfekt ist, aber ist schon besser als vorher. Auf jeden Fall. Das sieht man jetzt auch hier in den Kurven. Klar, ich bin ein bisschen in den Gegenverkehr geraten, aber zum Glück fährt hier ja keiner. So, hier auch. Ist natürlich auch mit 60 hier um die Kurven nicht gerade langsam unterwegs. So, dann holen wir uns jetzt hier Zucker ab. Nehmen wir erstmal den vorderen. Dann wollen wir auch heute wieder versuchen, Geld einzunehmen. Gestern hatten wir das ja schon mal ganz gut geschafft, kann man sagen. Ups, ein bisschen zurück. Oh, da haut mir das Lenkrad tatsächlich schon wieder ab. Ich habe auch dieses, wie heißt das, so eine blöde Schreibtischunterlage da immer noch zwischenliegen. Das ist echt ein bisschen dämlich. Jede Folge wieder irgendwas, was mit dem Lenkrad noch nicht funktioniert. Aber irgendwann, in Folge 700, bin ich guter Zuversicht, dass es dann alles läuft und ich vollends zufrieden bin mit dem Setup hier auf meinem Schreibtisch vor allen Dingen auch. So. Dann hatten wir die Überlegung, wo wir gerade jetzt hier sind, sollen wir einmal schnell durchfahren? Ja. Ja, wir hätten genug Platz noch auf dem Trailer. Wir holen jetzt einmal Korn ab. Korn ist gut für Lidl. Versuchen wir so ein bisschen so einen Schnitt zu halten. So 250.000 Einnahmen im Minimum pro Folge jetzt pro Woche. Wenn wir jetzt mal eine 500.000 machen heute, dann reicht das für morgen auch so ungefähr. Und das mal ein paar Tage lang durchziehen. Haben wir nämlich auch wieder bald ordentlich Geld zusammen. So, vorne brauchen wir nicht laden, nicht dass er mir da jetzt noch die falsche Palette auflädt. So, hinterer Trailer und also aufladen an. Ja, der hintere Trailer hat viel, viel krassere Reichweite. Das ist schon cool. Trotzdem erreicht er nicht alles. So, dass wir einmal schnell zwei, drei hier zur Seite tragen werden. Aber hier hätten wir auch ein bisschen Zucker abgeben können eigentlich, oder? Aber es reicht noch, oder? So, alles weg mit Korn hier. Das gibt's doch gar nicht. Zack, zack. Das ist ordentlich Geld hier. Wie sieht es denn aus, Zucker? Also hier sind noch eine Reihe Paletten, das passt schon. Ne, das auch mal so. Gucken wir beim Obst da vielleicht nochmal vorbei. Ups. Na, das war eigentlich fast klar, dass ich hier nicht richtig rumkomme. Ich glaube, ich soll mal lieber hier hinten rumfahren. Ah, hier ist nicht mehr ganz so viel Zucker für Obstler. Also die nächste Ladung Zucker, die wir produzieren, geht in hier hin zur Brennerei. Den Zucker, den wir jetzt drauf haben, den wollten wir ja erstmal komplett zur Bäckerei bringen. Oh Gott, was ist denn hier los heute? So, Korn für Lidl. Sollen sie haben, und das ist jetzt so toll mit diesen neuen Trailern, das Abladen, ne? Das ist einfach viel besser, kann es ja nicht gehen. Ups. Sag mal. Nee, das ist doch der richtige. Jetzt hier so ein bisschen ranzoomen. Na egal. Hinterer Trailer ist drin. Aufladen, Stopp. Abladen hier, ein Stück weiter rüber. Bisschen Gas geben und dann passt das hier. So, zack, Korn verkaufen.
So, Zucker für Kuchen und Zucker für Backwaren. Danach geht's zum Fleisch. Macht ja Sinn, dass wir das auch endlich mal loswerden. Das ist das Blöde, wenn man auch nicht komplett gerade lassen kann. Die ganze Zeit so ein bisschen nachlenken, obwohl sonst dann die Kurven sind ja schon relativ geschmeidig. So, und da warten wir noch auf Molkereiprodukte. Das dauert natürlich jetzt ein paar Ingame-Tage so ungefähr. Aktuell spielen wir auch immer noch in der Einfachspielgeschwindigkeit. Das werden wir noch so lange machen, bis wir sagen, jo, Fabriken sind soweit gut beliefert, alle haben halbwegs das, was sie haben sollen. Plus wir brauchen dann eben wieder Leerpaletten oder was auch immer, dass wir nachproduzieren wieder. So, machen wir Hälfte, Hälfte. Stopp, stopp, stopp. Also vorderer Trailer. Abladen wie immer, stopp. Zack. Ach, wo sind wir jetzt? Ich sehe es nicht. Schon rausgesucht nach hinten, das hinten wollen wir nicht. Das ist Trailer passt. So, noch ein kleines Stück. Ein ganz bisschen noch, zwei noch oder so. Ja, passt schon. Es waren eigentlich zwei zu viel, aber in Ordnung. Guck mal, so sanft kann man jetzt anfahren mit Tastatur, also ohne Tastatur, mit dem Gaspedal. Ohne, dass die losen Paletten hier drauf verschwinden. Nicht schlecht. So, das geht hier rein, ne? Zack, zack, zack. Leerpaletten, Quark, Sahne, Butter, Joghurt. Ich glaube, all das brauchen wir irgendwie. Gucken wir nochmal kurz auf die Tafeln. Klar, Leerpaletten und Mehl für Brot. Leerpaletten, Milch und Butter. Quark und Sahne. So. Alles außer Joghurt brauchen wir. Aber jetzt machen wir erstmal den Fleischpart. Fleisch, Fleisch. Dann kann man nämlich heute richtig Geld schon einheimsen. Dann sind wir schon bald wieder auf einer Million. Haben wir hier noch? Ne, lohnt nicht, ne? So viel Mehl ist hier noch nicht wieder. Da ist noch nicht viel zu holen. Ach ja, wir haben schon wieder Milch verladen gehabt am Hof, ne? So. Also, der Gammelfleisch da. Ups. Falscher Knopf, ne? So. Der Gammelfleisch-Skandal soll sich jetzt auch mal hier dem Ende entgegenwirken. Wir gucken mal kurz. Also haben wir Wurst und wir haben Fleisch. Fleisch, Aldi. Wurst. Lidl. Gut, also werden wir erstmal Wurst aufladen. Wo ist die Wurst? Also, aufladen. Das ist alles Wurst. Das ist uns vollkommen Wurst hier. Wie ist das denn jetzt? Sollen wir auf dem hinteren überladen machen? Ja, genau. Das dachte ich mir nämlich, dass er sich dann ein Fleisch krallt. Jetzt krallt er sich den vorne. Mist. Genau das wollte ich nicht. Sorry, Leute. Dann. So, wir müssen hier ein bisschen manuell vorbereiten, glaube ich. Also hier das Fleisch kommt weg. Steht jetzt hier hinten drauf. Dann müssen wir also jetzt hier hinten das Fleisch raufschieben am besten. Dann kriegen wir den. Auf Fleisch müssen wir auch zu Aldi. Es wird eine weite Tour. Da müssen wir eigentlich irgendwas Lohnendes für nehmen. Da müssen wir eigentlich noch irgendwas anderes mitnehmen,
was wir auch gut bei Aldi kaufen können, was wir vielleicht noch im Zentrallager haben. Weil hier ist ja jetzt schon eng, ne? Das merken wir, also... Ich habe auch immer noch nicht den Planewagen mit reingenommen, sorry. Extra Arbeit gemacht, den zu modden. Und ich habe ihn noch nicht mit reingenommen. Aber werde ich irgendwann demnächst nochmal. So, schieben wir die beiden mal darüber. Das wäre natürlich praktisch. Diese Abladefunktion ist ja schon mega, ne? Die ist ja echt praktisch. Wenn man sowas jetzt auch als Aufladefunktion hätte, dass man ihm sagen kann, wo der Trigger ist, wo er aufladen soll. Dann könnte man sich diesen Akt hier mit dem Fleisch jetzt sparen. So, aber hier ist schon mal sauber jetzt. Das ist schon mal gut. So, und das ist alles ein bisschen zu weit weg, die Wurst hier, ne? So ein bisschen ranschieben. Und dann müssen wir erstmal wieder in den Trailer. Weil aufladen bringt, glaube ich, nichts. Verlängern wir sowieso nicht. Überladen an. Ich würde sagen, nicht hinten noch Wurst drauf machen. Wurst bitte nur hier vorne. Passt noch einer, ne? So, guck mal, ist der nämlich voll. Ja, was machen wir jetzt mit dem Fleisch? Eigentlich erstmal hier hinten irgendwo abstellen. Jetzt haben wir schon Wurst wieder drauf gekriegt, ne? Mist. Also war er doch wieder an. Stellen wir hier hinten nochmal ab. So, jetzt gehen wir nochmal wieder auf Überladen und hoffen, dass ich jetzt hauptsächlich hier eigentlich nur Wurst mitkriege. Trotzdem holen wir uns jetzt hier nochmal einen Wurst weg. Wurstwaren. So, Wurstwagen. Ein Wurstwagen hier. Noch ein. So, jetzt hier noch schnell den Spawner einmal freiraumen. Dann haben wir alles, was im Wurst hier abgeht, mitgenommen. .923.000 haben wir übrigens. Hab gar nicht wieder mitgekriegt, wie die Uhr gerade gelaufen ist. Alles durch Korn. Und Obstler. Haben wir dann immerhin auch schon wieder fast hier 923.000 gemacht. So, und hier ist wieder voll der Spawner. Deswegen wird hier nichts produziert. Ist natürlich auch immer ungünstig. Dann lass uns doch hier mal schnell 2, 3 wegschieben. Dann können die auch wieder produzieren. Ja, Leerpaletten, Kartonpaletten, alles am Start. So, hat er freigeräumt, denn auch diese Wurst waren. Also, das sind alles Wurstwaren. Der Wursttransporter hier. So, es geht um die Wurst. Es geht um die Wurst. Stopp hinten. Überladen, Stopp hinten. Das wäre ja schon fast wieder nach hinten losgegangen. Sonst hätten wir jetzt wieder Fleisch mitgenommen. Und das wollen wir nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir fahren mit den Paletten auch zu Lidl. Wurst war Lidl. Genau. Knapp. 4.400 ist der aktuelle Kurs. Also mal 5. Knapp 20.000 im Durchschnitt pro Palette. Und wie viele Paletten haben wir hier drauf? Viele. Der vordere lädt 1, 2, 6, ne? Eine Reihe. Ne, 5 nur, ne? Oh, vorsichtig mit der Wurst. Ah, morgen machen wir dann eine große Tour mit dem Fleisch zu Aldi. Würden wir vielleicht nochmal gucken. Wir werden Aldi eh nicht voll kriegen, den Trailer. Also ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen. So, jetzt können wir es ja so praktisch timen hier. Also abladen, so toll.
dass wir das schön weit hier hinten ranpacken. Weil bis dahin geht ja der Trailer. Dann ist das andere auch schön aus dem Weg. Wir können ein Stück vorfahren. Das passt. Wechseln den Trailer. Sagen auch hier hin. Ein bisschen näher ran noch. So. Und auch abladen. Und ab jetzt können die Fleischpakete, also die Wurstpakete hier bei Lidl abpacken. Da haben die auf jeden Fall einiges zu tun. Es ist viel Ware. Gucken wir mal kurz. Ist denn irgendwas ganz oben toll bei Aldi? Palette Eier. Ja. Oh. Auch gut, oder? Weil für Eier haben wir ja auch noch sonst keine große Verwendung. Also wissen wir schon mal, was zu tun ist. Einmal Fleisch voll machen, den Trailer, beide, soweit wie es geht. Dann haben wir noch ein ganz bisschen Kapazität hinten, da kommen ein paar frische Eier rauf. So machen wir das. Stopp, rechts, links, rechts, links. Ups. Keiner gesehen. Warte. Ich sehe auch nichts. Deswegen hat das auch keiner gesehen. So, jetzt wollen wir mal Fleisch aufladen. Erstmal vorne. Der Spawner scheint auch aktuell Pause zu machen. So. Ja, einer fehlt noch. Also Tiere müssen noch beim Schlachter sein auf jeden Fall. Ich glaube, da kann es nicht dran scheitern. Ja, das passt ja fast perfekt. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Denn werden wir morgen uns mal zum Eierhof machen. Da holen wir mal ein paar Eier ab. Ich glaube, da gibt es auch schon mehr als genug, dass wir locker den Trailer hier auch noch vollkriegen. Und dann verkaufen wir morgen Eier und Fleisch. Heute, wie gesagt, ging es natürlich eindeutig um die Wurst. Und dann wollen wir mal gucken, was als nächstes noch so dran ist, was die einzelnen Spawner bei den Palettenfabriken zum Beispiel machen. Der springt hier gar nicht mehr an, oder was? Ach, Hackschnitzel ist full. Richtig, richtig. Haben wir denn hier noch irgendwie so einen kleinen Anhänger? Nö, ne? Toll. Toll, toll, toll. Das haben wir wieder gut hingekriegt. Auch hier, ne? Fast leer, fast voll. Ein paar Bretterpaletten sind produziert, aber wir kriegen natürlich keine Leerpaletten, wenn wir hier nicht Hackschnitzel abholen. Dann wissen wir natürlich auch, was morgen eigentlich noch zu tun ist, neben dem Fleisch und Eier verkaufen. Mit dem hier einmal umfüllen. Das können wir hier ja schon mal anstarten. Letzte gute Aktion für heute. So, da kommt auch ordentlich schnell was raus. Das ist extra ein bisschen schneller gemacht. Und dann kann das hinten gleich wieder abfüllen. Ja. Das wird nämlich nur einmal umgefüllt. Und da auch ziemlich schnell ist aktuell, sieht man. Das ist ganz gut so. So, da werden Leerpaletten produziert, aber leider nicht genug, weil da hinten keine Bretterpaletten mehr sind. Müssten wir dann auch beim nächsten Mal hier irgendwie abholen. Wir haben ja sowieso noch zu wenig Holz. Wir wollen ja auch bald mal einen Forst machen, ne? Kleines Forstprojekt hier starten. Nein, kein extra Let's Play. Aber ein paar Folgen Forst. Ein paar mehr Folgen Forst vielleicht auch. Denn dieser Wald hier drüben wartet natürlich darauf, von uns ein bisschen kleiner geholzt zu werden. Und ich denke, das kriegen wir bestimmt gut hin. Oh, das war's hier, wa? Passt ja ganz gut. Dann machen wir uns mit dem das nächste Mal auf den Weg zur anderen Station. Wir werden Hackschnitzel da ein bisschen umfüllen, abkippen und dann auch noch ein bisschen was zur Zellstofffabrik fahren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.